Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist Samstag, also wird meine Sammlung Samstagsreihe weitergeführt. Ich zeige euch ja meine komplette dekorative Kosmetik, Stück für Stück, wie ich mich halt auch schminke in der Reihenfolge. Und da sind jetzt heute meine Augenstifte dran, die sich in dieser Box befinden. Ja, also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe es tatsächlich Eyepen genannt, weil das sonst nicht drauf gepasst hätte auf diesem Klebi. Augenstifte halt, ne? Also alles, was so Kajal, Eyeliner und so ein Kram alle ist. Und ja. Dann zeige ich dir doch erstmal das, was ich jetzt aktuell in Verwendung habe. Den hier, den verwende ich morgens immer, also auch bevor ich zur Arbeit gehe. Das ist von Jean Darcel, der Eyeliner. Das ist so ein grüner tatsächlich. Den hatte ich in einer Box kürzlich erst mit drin. Ich glaube, das war in der Luxury Box, glaube ich. Ja, der ist wirklich grün, aber der entspricht halt wirklich dem Grün in meinem Auge, ne, weil ich habe ja grün-braune Augen. Und dann wirkt es auch gar nicht so schlimm. Ich hatte erst gedacht so, uiuiui, bunte Eyeliner und das zur Arbeit im Büro, puh, das kann aber krass werden. Geht tatsächlich. Also, ich muss mal gucken. Ja, ich glaube, ich kann das alles hier auf der Hand wohl swatchen. Das kriegen wir wohin. Der ist ganz angenehm von der Spitze her. Ist halt einer zum Anspitzen und das ist halt ein schönes, sattes Grün, so ein Moosgrün. Und ja, das finde ich auch für den Alltag wirklich angenehm. Und dieses Jahr ist ja eh das Jahr des bunten Eyeliners, deswegen funktioniert der bei mir super. Ich mache den wirklich nur zur Wimpernkranzverdichtung, jetzt nicht mit dem Wing oder so. Das bräuchte ich jetzt nicht unbedingt auf der Arbeit, aber ne, da super. Kann ich wirklich wärmstens empfehlen, ist eine schöne Geschichte, aber gar nicht so günstig. Aber ich glaube, die gibt es auch von Essence in günstiger. Einen, den ich hier jetzt auf meinem Schminktisch habe, das heißt immer, wenn ich mich schminke und nicht irgendwie explizit einen Eyeliner zeige, dann ist es meistens der hier von Feind, also das ist die Amazon-Eigenmarke der Eyeliner. Den bekommt man in so einem Set mit einer Mascara, die ich nicht so gut finde, aber den Eyeliner finde ich auf jeden Fall gut. Und ja, da sind auch so Zahnabdrücke, weil teilweise kriege ich den nicht auf und dann mache ich den mit den Zähnen auf, gerade wenn ich so schmierige, frisch eingecremte Hände habe. Shame on me. Ja, ich liebe Filzstift-Eyeliner, tatsächlich. Und der hier malt auch 1A über Glitzerlidschatten. Und das finde ich einfach so wichtig. Und deswegen liegt er auch hier auf meinem Schminktisch. Weil hier schminke ich mich auch gerne mal ein bisschen intensiver, auch mit Glitzerlooks und so weiter. Und da versagen sehr, sehr viele Eyeliner. Der hier nicht. Deswegen kann ich voll empfehlen. Übrigens, alle Produkte sind auch, soweit ich sie finden kann, unten in der Infobox verlinkt. Ne? Du kannst da auch eine schöne Linie mit zeichnen. Du kannst da feine Linien mit zeichnen. Du kannst da auch stärker mit werden. Und das ist halt ein schönes Schwarz und der hält auch wirklich gut. Also da, ja, das wäre auch einer, den ich mir nachkaufen würde. Und der hat auch tatsächlich den von Essence, den ich mal sehr, sehr gerne mochte, abgelöst. Genau, ja, 01 ist die Farbe, schwarz halt. Ich habe hier jetzt gerade auf den Augen ein Produkt von Kia T London, das hatte ich in der Glossy Box mit drin. Das ist dieser hier. Das ist ein sehr kompliziertes Teil, den muss ich noch ein bisschen lieben lernen, sage ich mal. Weil das ist einer, da stempelst du dir hinten den Wing, musst den noch mit der Spitze so ein bisschen nachziehen, weil der ist halt zweiseitig. Uff, da hat er halt den Stempel auf der Seite, der echt ziemlich, also hat Überwindung gekostet, um das mal so zu sagen. Und auf der Seite ist das eine Filzstiftspitze, die gar nicht so dick ist, wie sie ausschaut. Also ich kann jetzt hier beides mal swatchen. Zum einen kann ich hier mal stempeln. Da sieht man auch, dass die Spitze halt echt nicht präzise genug ist oder nicht spitz genug. Also das ist mir einfach zu wenig. Und daneben swatche ich einfach mal den Eyeliner, damit kannst du super malen. Das hat wirklich gut funktioniert. Der hat eine schöne Farbabgabe. Ich hoffe, dass der jetzt nicht allzu schnell eintrocknet oder so. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Ne? Ansonsten fand ich den Stift total klasse. Der hat wirklich schön hier auch über meinem Lidschatten gemalt. Ich habe jetzt gerade die Natural Eyes Palette von Too Faced drauf. Der Look kommt auch noch online. Ja, der ist cruelty free. Das fand ich auch ganz nett. Und das ist halt ein Filzstift-Eyeliner. Die mag ich ja am liebsten. Dann habe ich hier noch ein Produkt von Love mit drin, The Rowliner. Den hatte ich im Love Adventskalender. Ich habe Angst vor dem, wirklich. Ich habe Angst, mich damit zu schminken. Das ist nämlich hier wirklich so ein Rädchen unten dran. Also wirklich, uff, uff, uff. Ich habe ja sowieso, was diese Pinsel-Eyeliner angeht, die finde ich nicht so, komme ich nicht so gut mit klar, weil die mir einfach zu unkontrolliert arbeiten. Ich meine, mit dem Rädchen
kannst du extrem feine Linien malen. Das ist eben das Positive. Aber jetzt gerade auch beim Swatchen ist mir aufgefallen, es ist gar nicht so leicht, eine durchgängige Linie damit zu machen und einzuschätzen, wie viel Druck man braucht. Weil wenn du zu viel Druck aufbaust, dann malst du auch schnell ein bisschen zu dick. Dann habe ich hier einen, den ich richtig klasse finde, von Kat Von D. Der Tattoo Liner in 0,2 Millilitern. Das ist ja ein schönes Produkt. Das war auch irgendwo entweder im Adventskalender mit drin oder es war mal irgendwo bei einer Sephora-Bestellung als Gratisartikel mit dabei. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Der hat keine Filzstiftspitze, sondern das sind so Kunstbürstchen. Wie auch immer. Und das ist auch ein schöner. Der hält dir auch richtig, richtig gut. Also das ist jetzt ganz außen der, ne? Also du kannst, der hat jetzt nicht so ein intensives Schwarz, wie jetzt zum Beispiel der von Kia T London oder von Feind. Aber du kannst da sehr präzise mit malen. Und das ist das, was ich persönlich auch bevorzuge. Und ich brauche eigentlich so einen präzisen, den ich auch kontrollieren kann. Und der gleichzeitig schwarz ist. Ja. Ne? Die eierlegende Wollmilchsau sozusagen. Dann habe ich hier von Judith Williams Judith's Easy and Precise Eyeliner. Das ist dieser hier. Das ist nämlich so ein Pinselchen, vor dem ich Angst habe. Wobei der unten kein Pinselchen dran hat, sondern so ein Schwämmchen-Applikator. Ne? Das heißt, also die Spitze ist relativ flexibel. Das ist immer so eine Geschichte. Dafür malt er aber sehr schwarz. Sehr, 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 sehr schwarz. Das ist unten der äußerste. Und wenn ich außen sage, meine ich hier außen. Das ist außen für mich. Ja, der muss tatsächlich noch ein paar Mal verwendet werden, ne? Ja. Müssen sowieso alle Produkte. Ich meine, ne? Ich will da gar nicht drüber reden. Es sind einfach viel zu viele, die sich hier drin verbinden. Du siehst es auch anhand der Videolänge. Es ist einfach zu viel. Aber, naja, nach und nach. Dann habe ich hier von Manhattan The Dip Eyeliner in Waterproof. Den hatte ich, glaube ich, mal in einem Tauschpaket mit drin. Und da wurde gesagt, das ist der allerbeste. Aber es ist halt ein Dip-Eyeliner, Leute. Damit komme ich eigentlich überhaupt nicht klar. Der dürfte ähnlich sein wie der von Judith Williams. Nee, der wird aussortiert. Der wird aussortiert, glaube ich. Weil der ist viel zu dick vorne. Damit komme ich nicht klar. Das ist unten der äußerste. Mm-mm. Der ist schön tiefschwarz, definitiv, aber der wird jetzt aussortiert. Eigentlich ist das hier ja kein Declutter-Video, aber das eine oder andere wird dann doch nebenbei mal aussortiert. So, dann habe ich hier einen in richtig schönen Blau und zwar kommt der von Dr. Pierre Rico Crayon Eye Pencil pour les yeux für die Augen. Ja. Trendfarbe Blau, kommt hier schon raus, bitte nicht. Genau. Ja, das ist ein Stift zum Rausdrehen. Das ist schon cool irgendwie, ne? Du kannst da auch präzise mitarbeiten. Das ist ein schönes, royales Blau. Den mag ich richtig gerne. Den kann ich mir tatsächlich sogar vielleicht sogar im Alltag vorstellen, wenn der grüne leer geht. Das muss ich wirklich gucken, wie da so mein Selbstbewusstsein mit mir spielt. Aber an und für sich finde ich sowas schön. Oder halt einfach, wenn ich mir einen bunten Look geschminkt habe und dann für meinen unteren Wimpernkranz, kann ich mir den auch gut vorstellen. Deswegen, der bleibt. Hier habe ich ein Produkt. Finde ich schwierig. Von Crayola Beauty, den hatte ich im Adventskalender. Da sind ganze 2 Gramm drin. Eigentlich ist Crayola Beauty so eine Marke, ich glaube, die so für den für Theaterschminke und sowas steht. Ne? Das ist halt so ein grüner Stift. Auch den könnte ich mir in der Theorie vorstellen, dass ich den dann doch nach meinem grünen Eyeliner verwende. Nee, der ist dafür zu dick, glaube ich, oder? Ich muss mal gucken, weil der malt schon sehr dick. Ich weiß nicht, wie man sowas anspitzt. Um ehrlich zu sein, hat der irgendwo... Nee, hier hinten drehst du den nur höher, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie man sowas anspitzt. Schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare, wie man so einen Stift anspitzt. Weil ansonsten wüsste ich nicht, wie ich den verwenden könnte. Vielleicht auf einem Tuch abrollen, aber das ist halt auch irgendwie doof. Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken, wie man den dann verwendet. Dann habe ich hier noch 2 Eyeliner mit drin, die ich jetzt noch zu habe. Von Ayeko. Sind das welche? Die waren in Beauty-Boxen mit drin. Da habe ich einmal den den Black Magic Liquid Eyeliner and White Lash. Okay, ja, das ist dieser hier. Eine kleine Größe. Conditioning Triple Tight Complex. Schlag mich tot, ich weiß nicht. 0,3 Milliliter sind hier drin. Der bleibt auch noch zu. Genauso auch wie diese 1,2 Gramm Eye Do Liquid Eyeliner. Das ist dieser hier. Der ist ein bisschen dicker vorne dann, ne? Genau. Noch ein weiteres Produkt, was hier noch verschlossen drin ist, ist von Benefit, der Roller Liner Eyeliner. Das ist dieser hier, so ein ganz klassischer. Und
Ich weiß gar nicht. Den habe ich noch nicht verwendet. Deswegen bleibt er jetzt auch zu, weil das macht jetzt keinen Sinn, wenn ich jetzt Produkte aufreiße und so. Ne? Die trocknen dann ja schon irgendwann aus. Auch das ist ein Produkt, der halt... Ich kann es ja aufmachen. Ich kann ja das Produkt zeigen. Das ist ein... Filz-Eyeliner, genau, so sieht der aus. Ist schon schön, ne? So wie die Roller Lash Mascara. Und der soll halt richtig matt schwarz runtertrocknen. Das finde ich interessant. Okay, dann habe ich hier, das ist eher so ein Kajal, Allround Beautifying Concealer Eye Lip Pencil von Catrice. Ja, das ist so ein nudefarbenes Produkt, was man sich so in die Wasserlinie geben kann, eben um den Augen noch ein bisschen mehr Ausdruck zu verleihen und um sie halt optisch zu öffnen. Was ich eigentlich ganz cool finde, aber ständig vergesse, das ist ein bisschen schade, also wenn ich mir den jetzt so auf die Wasserlinie drauf machen würde, kitzelt das erstmal. Oh, ich habe schon ewig keinen Kajal mehr verwendet. Okay, ich glaube, wenn man sich dran gewöhnt, ist es cool, aber so trennt mein Auge gerade voll. Oh, ist wunderschön. Ich spitze den mal lieber an, denn es ist immer so, wenn du halt solche Anspitzviecher hast und die dann ab und an mal im Auge verwendest, ist es ein bisschen unhygienisch, deswegen, das wird jetzt angespitzt. Damit der auch beim nächsten Mal halt entsprechend fresh ist, wenn ich ihn verwende. Genau. Der kommt jetzt aber tatsächlich in meine Schminkroutine-Box mit rein, weil ich versuche, den wirklich zu verwenden und mich halt wieder dran zu gewöhnen, weil eigentlich ist es geil, wenn du halt so eine etwas aufgehellte Wasserlinie hast und das Ganze dann halt offener aussieht im Auge, am Auge, wie auch immer. Gut, als nächstes habe ich hier von Trended Up Ultrashine Eyeliner Pen Waterproof. Das ist einer, den ich auch eine ganze Zeit lang sehr, sehr, sehr gerne mochte und ich müsste da eigentlich vielleicht sogar noch das ein oder andere Backup von haben. Der hat nämlich eine richtig schöne, präzise Filzstiftspitze und damit kannst du super schöne feine Linien malen. Ja, das ist jetzt auch der äußerste untere Swatch. Also Wahnsinn, wie schön du damit zeichnen kannst. Stempelt sich halt nicht ab und sowas alles, ne? Deswegen, also den mochte ich eine ganze Zeit richtig, richtig gerne. Aber jetzt aktuell habe ich halt den von Feind in Anwendung und den von Feind finde ich sogar noch besser. Tatsächlich. Dann habe ich hier von NYX einen, auch der ist noch verschlossen. Ne, das ist von Professional New York Kiss. Ist der noch zu? Ne, der ist nicht zu. Der ist auch schon benutzt, Claudi. Warum ist denn hier oben noch eine Folie drum? Keine Ahnung. Der Magical Ink Eyeliner, High Precision Eyeliner. Das ist dieser hier. Ne, der war auch mal irgendwo in der Box mit drin. Den habe ich mir definitiv nicht selber gekauft. Und der hat eine sehr, sehr kleine Spitze. Der ist sehr schön zum Kontrollieren. Und das ist jetzt der obere äußerste Swatch. Da kannst du nämlich auch eine sehr schöne, feine Linie mit zeichnen. Das finde ich super cool, aber ja, muss halt demnächst mal wieder verwendet werden. Dann habe ich hier von Essence Super Last Eyeliner Deep Black 18 Stunden Halt und keine Ahnung, wo ich den her habe. Er war auf einmal da. Genau, das ist glaube ich auch ein Dip Eyeliner, ne? Ja, ich weiß gar nicht, warum ich so viele Dip Eyeliner hier habe. Ich hasse Dip Eyeliner. Oh, oh nee. Guck mal, was der für eine lange... Da kommst du doch überhaupt nicht mit klar. Wie? Nee, guck mal, wie dick der auch zeichnet. Das ist der obere äußerste Swatch. Der kommt jetzt weg. Nee, nee, nee. Der malt zwar schön, ja, super schön schwarz, deep black, tief schwarz. Also definitiv, aber auch richtig dick, Leute. Das mag ich nicht. Nein, der kommt weg. Ciao. Von Catrice, den Rock Couture Vinyl Black Liquid Liner 24 Stunden Halt. Der sieht einfach ziemlich fancy aus. Deswegen habe ich den jetzt bislang noch nicht weggetan. Warum auch immer. Ach komm, ich tue den von Love auch weg. Nee, den Rowliner. Nee, da habe ich Angst vor. Da werde ich auch nicht zu greifen, Leute. Ich bin ehrlich. Okay. Ja, das ist ein Dip Eyeliner, aber ultra fein. Ja, da muss ich nur lernen, mit umzugehen. Der untere äußerste Swatch. Der ist tiefschwarz. Richtig schön tiefschwarz. Vinyl Black trifft es definitiv. Da muss ich nur lernen, eine gerade Linie mitzuzeichnen. Ja, wir gucken mal, ne? Von Bella Pierre Cosmetics habe ich einen Gel-Eyeliner. Sowas habe ich meistens auch in Boxen drin gehabt. Sowas kaufe ich mir nicht. Also in Boxen, in Abo-Boxen oder halt in Adventskalendern. Das ist so ein Anspitzstift oder kann man den rausdrehen? Nee. Achso, ich glaube, ich habe das beim Unboxing auch versucht, hier hinten abzuziehen. Dann ist das, nee, kannst du nicht. Musst du das Plastik anspitzen dann wahrscheinlich. Das ist für mich eher so ein, das ist der unterste, äußerste Swatch. Das ist für mich eher so ein Produkt, was ich dann quasi für im Büro nehmen würde, weil es halt schnell geht. Ne? Da musst du dir nicht irgendwie mit einem Filz-Eyeliner einen Eyeliner ziehen, sondern den machst du dir eben schnell drauf und dann ist fertig. Dann bist du good to go. Und deswegen lasse ich den auch erstmal drin. Den von Crayola tue ich weg, Leute.
Ich sehe gerade den Swatch und denke mir, nee, der geht jetzt auch. Dann habe ich hier noch einen von H&M aus dem Adventskalender. Das ist so ein bisschen Glitterflitter. Ne? Das ist halt so ein goldglitzernder Eyeliner halt. Ne? Der hat so einen Pinselapplikator und der hat nicht viel Farbabgabe. Das ist halt hauptsächlich Glitzer. Das ist jetzt der obere, äußerste Swatch. Neben dem schwarzen sieht man so ein bisschen Goldschimmer. Ne? Den kann man so als Topper von einem schwarzen Eyeliner nehmen, wenn der Eyeliner komplett angetrocknet ist, um da halt noch so ein bisschen Glitzer drauf zu machen. In der Theorie. Ist eigentlich ganz nice. Ist so schön für Silvesterlooks oder für Weihnachtslooks. Genauso auch der gleiche in Silber mit so bunten Glitzerpigmenten, hätte ich jetzt gesagt, ist der mit dabei. Den swatche ich mal daneben. Auch wieder halt mit so einer Pinselspitze. Und der ist halt einfach Silber. Je nachdem, was für einen Look man hat, je nachdem, was für Schmuck man trägt, kann man das halt auch einfach als Topper verwenden. Oder man malt sich damit Sternchen ins Gesicht. Oder. Fand ich ganz niedlich. Ich weiß gar nicht. Ja, 2 ml sind hier drin. Waren, wie gesagt, im Adventskalender. Habe ich dann auch behalten. Von Riva Loves Me habe ich den Eyeliner. Ja, der ist schwierig in der Anwendung. Aber wenn man ganz vorsichtig damit arbeitet, dann funktioniert das. Was ich süß finde, ist natürlich dieses Herzchen, was man da oben drin hat. Das erschwert das Ganze aber auch. Ich habe gehört, dass man das auch als Stempel verwenden kann, um sich ein Herz zu stempeln. Das ist jetzt hier dieses Ding, was einfach kein Herz ist. Nein, das funktioniert nicht. Okay, jetzt swatche ich hier außen mal. Ja, da kannst du auch präzise mit malen. Das ist der untere, äußerste Swatch. Ja, das geht, ne? Der ist halt hart vorne, was ich gut finde, weil du da mehr Kontrolle hast. Ja, muss man halt auch einfach mal anwenden. Dann geht das. Dann habe ich hier von Yves Rocher ein Prün Hortensia Nacré Jumbo Couleur Vegetal Stift. Der war, glaube ich, im Yves Rocher Adventskalender. Das ist so ein schöner Pflaumeton. Ich finde es eigentlich ganz nice und kann mir den halt auch für im Büro vorstellen, dass ich mir das eben so oben drauf male und fertig ist die Laube. Der ist halt ein bisschen dicker, den müsste ich dann entsprechend anspitzen. Der hat aber so einen schönen, der ist so dunkel und hat so einen lila Shift halt mit drin. Das finde ich irgendwie so schön. Und deswegen, ja, werde ich den noch aufbewahren, dass ich den dann einfach für die Zeit verwende. Aber wie gesagt, jetzt aktuell habe ich ja den von Jean Darcel. Genauso ist es auch bei dem hier von Douglas. Das hier ist Macchiato Eye Pencil, das ist dieser hier, auch der war im Douglas Adventskalender mit drin. Ist eine ganz coole Farbe, tatsächlich auch wieder was, wo ich das fürs Büro nehmen würde. Der hat halt so ein Metallshift noch mit drin, das finde ich auch irgendwie ganz interessant und nice und kann mir das dann tatsächlich auch für den Büroalltag vorstellen. Oh, guck mal, den ich noch zu habe, den Eyedo Liquid Liner von Eyeco oder Eyeco, habe ich hier tatsächlich schon in offen. Das heißt, den kann ich jetzt doch einmal swatchen, das finde ich cool. Der ist halt, das ist die dicke Variante, ne? Ich habe ja einen dünnen und einen dicken. Genau. Ja, der malt auch schön. Das ist der obere, äußere Swatch. Genau. Von Eustar, Eyecool Soft Eyeliner Pencil. Den hatte ich auch in dem Adventskalender mit drin. Der ist jetzt auch in meiner Collection, wenn man das so sagen mag. Das ist einfach ein Kohlstift, den du dann entweder nehmen kannst, um dir quasi ein schnelles Smoky Eye zu machen. Also oben und unten drauf machen und dann so ein bisschen ausmucken mit dem Pinsel. Dann hast du schnell ein Smoky Eye geschminkt. Oder als Kajal kannst du den verwenden. Oh, den Swatch habe ich aber verkackt. Setze ich nochmal vorsichtig daneben. Ist halt eher grau als schwarz. Deswegen, ne? Ist halt ein Kohlstift und kein Kajal oder Eyeliner. Dann von NYX Metallic Eyeliner in Kupfer. Ja, in Kupfer. Aus dem NYX Adventskalender. Auch das ist ein Produkt, was ich mir so im Laden wahrscheinlich nicht gekauft hätte. Und das ist einer zum auch Anspitzen. Und der ist sehr schön, sehr hell. Das sieht auch irgendwie interessant aus. Das ist jetzt der äußere Untersrutsch. Da sieht man den auch, ne? So ein Kupferton tatsächlich. Finde ich sehr, sehr schön. Das mag ich wirklich gerne leiden und den kann ich mir vielleicht sogar in Kombination mit einem anderen Eyeliner vorstellen. Den muss ich aber nur mal tragen, um zu gucken, ob der vielleicht abstempelt oder eben nicht. Das finde ich dann nämlich immer schwierig. Oder man nimmt sowas als Base-Ton, um darüber noch ein bisschen Lidschatten zu geben. Das kann man auch machen.
Von Clinique, den Quickliner for Eyes Intense habe ich auch hier drin. Ich glaube, der kommt auch aus dem Adventskalender oder irgendwo anders in der Box mit bei gewesen. Das ist halt einer zum Rausdrehen. Oh, aber nicht wieder zurückdrehen. Aufpassen, Claudi. Ja, das ist der obere äußere Swatch. Ja. Ich weiß nicht, den kannst du dann wahrscheinlich für in den Augen nehmen und auch für außenrum und so. Da muss ich, bei solchen muss ich halt wirklich immer testen, stempeln die ab, kann ich die überhaupt tragen. Manche habe ich halt wirklich nur geswatcht und dann erstmal in die Kiste gepackt. Die müssen halt erstmal noch richtig eingiebig, ausgiebig und eingehend getestet werden. Von Manhattan, ja, der Wonder Wing Eyeliner in Stamp, der ist interessant. Der ist wirklich interessant und ich sag mal so, wenn man, also der ist ähnlich wie der von Kia T, den ich heute drauf habe, nur nicht so intensiv. Der ist ein bisschen dezenter. Den hast du quasi, also im Prinzip ist es ein Filz-Eyeliner, der vorne eine sehr, sehr dicke Filzstiftspitze hat, aber an einer Seite ist der so abgeschnitten. Und die abgeschnittene Seite kannst du nehmen, um das zu stampen, also um dir wirklich einen Stamp zu setzen. Ich eröffne eine neue Reihe. Auch da halt wieder eine relativ stumpfe Spitze, die man mit der Spitze von diesem Ding entsprechend verfeinern müsste. Damit kannst du auch relativ fein malen. Das habe ich jetzt daneben auch geswatcht. Der ist nicht so ganz intensiv schwarz. Also der ist schwarz, ja, aber nicht so intensiv wie jetzt andere Stifte, die ich jetzt hier auch auf meiner Hand zum Beispiel habe. Zum Beispiel auch der, den ich jetzt gerade drauf habe. Der ist deutlich intensiver. Aber wenn man es raus hat, dann kann man das, das habe ich das ein oder andere Mal tatsächlich geschafft, ansetzen, den Stamp setzen und den 1 durchziehen. Das habe ich, ich glaube, zweimal geschafft und ich weiß gar nicht, wie oft ich das ausprobiert habe. Also es ist super interessant und es macht einfach Spaß, damit zu arbeiten. Von Zoeva, den habe ich mir, glaube ich, mal gekauft oder gab es den gratis mit dabei bei einer Douglas-Bestellung, weiß ich nicht. Calligraphic Black Box heißt der. Das ist dieses Produkt und es ist halt auch wieder ein Dip-Eyeliner. Das stellt mich dann immer wieder vor Herausforderungen, aber manchen Herausforderungen darf man sich auch mal stellen. Der hat nämlich auch eine relativ feste Spitze vorne dran. Die ist halt nicht so ausgefranst oder so. Da muss man halt vorsichtig mit arbeiten. Der obere äußerste Swatch ist das jetzt. Und, ne, ja, wenn man eine ruhige Hand hat, dann funktioniert das. Was ich bei dem sehr schön finde, ist, dass er so tief schwarz ist. Das gefällt mir. Und last but not least habe ich von Sephora den Crayon Yeux Mini Eye Pencil to go. Das ist dieser hier, der war im Adventskalender mit drin, soweit ich mich erinnern kann. Und den kannst du halt sowohl als Kajal als auch als Eyeliner verwenden. Das ist einer so zum Anspitzen, so ein Holzvieh, finde ich super. Und der ist sehr, sehr hart. Also so eine feine Linie könnte man damit zeichnen, wenn man ganz, ganz fein malen möchte. Und wenn man halt doll drückt, dann wird es so. Ganz tief schwarz wird es nicht, aber als Kajal finde ich den eigentlich ganz schön. Und ja, das waren jetzt meine kompletten Augenstifte. Es waren wirklich gar nicht mal so wenige, aber jetzt, eigentlich hatte ich damals immer nur so 1, 2, 3 oder sowas, ne? Aber durch die ganzen Adventskalender und durch die ganzen Boxen sammelt sich mit der Zeit doch einiges an. Und ja, am Ende ist man da und denkt sich, ups, die Box ist irgendwann auch mal voll. Aber gut, ja. Ich mag meine Sammlung und werde nach und nach sukzessive die Produkte aufbrauchen. Aber wenn man bedenkt, dass ein Eyeliner einen Monat hält, bin ich doch ganz schön lange versorgt, ne? Egal. Ja, vier Stück habe ich jetzt aussortiert. Ja, weil einfach irgendwann ist mal vorbei, ne? Genau, wenn du da einfach merkst, du greifst da Ewigkeiten nicht zu, dann weg damit. Dann muss es auch nicht weiter in der Sammlung bleiben. Ansonsten, ja, war das jetzt meine Eyepen-Sammlung, meine Augenstift-Sammlung. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Nächstes Mal müssten dann die Mascaren kommen. Das wird wahrscheinlich etwas intensiver, weil ich habe recht viele Mascaren. Weil ich ein Mascara-Freak bin. Ich liebe Mascaren, wirklich. Ich liebe Mascaren. Es macht keinen Sinn, sowas zu sammeln, aber ich liebe Mascaren. Egal, das kommt dann nächste Woche online und würde einfach mal sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu meiner Sammlung. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!